Hallo, hier ist Mario Götze. Ich wünsche der Nationalmannschaft ganz viel Spaß und Glück in Wembley gegen England. Wird ein sensationelles Spiel. Viel Erfolg, beste Grüße und viel Spaß beim EM Insider. EM Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe und alles Wissenswerte rund um die deutsche Nationalmannschaft. Servus beim EM Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Als regelmäßiger Hörer des Insiders weißt du, ich rede gern über Thomas Müller. Und heute gibt es sogar Müller Spezial, denn Thomas meldet sich nach seinen Knieproblemen fit für das Achtelfinale gegen England. Thomas ist offenbar so heiß auf das Duell in Wembley, dass er diesmal in aller Eile seinen Radlhelm vergaß, als er zum Training radelte. Im Gegensatz zu anderen Kollegen trägt er ihn ansonsten nämlich immer vorbildlich. Ich habe ihn daher daran erinnert, seine Reaktion, er drehte sich während des Fahrens auf den Radl um und ruft mir zu, dann fahre ich jetzt eben schnell zurück und hol noch schnell den Helm. Dann lacht er, macht natürlich wenig Sinn. Ein echter Müller halt. Sein Lachen übrigens war noch aus den Katakomben aus dem Stadion zu hören, über seinen Joke. Aber ganz so dumm war mein Rad mit dem Helm tatsächlich nicht. Ich kann mich nämlich noch sehr gut an das Trainingslager 2010 erinnern, zur Weltmeisterschaft in Südafrika, das war am Kalterer See. Es war mein fünftes und für den Thomas war es das erste. Und da hat sie mit dem Radl richtig, wie man bayerisch sagt, geschmissen. Hätte ganz böse ausgehen können. Dann wäre es nichts geworden mit seiner Auszeichnung zum besten Torschützen der Weltmeisterschaft. Die Torjägerkrone, die war Thomas damals nicht so unwichtig. Ich erinnere mich noch beim 3:2 gegen Uruguay, Thomas hat getroffen, danach ging es mit so einem Doppeldecker-Riesenflieger für uns zurück nach Deutschland. Ich war sehr, sehr müde, war natürlich auch ein anstrengendes Turnier für die Reporter und legte mich in so eine Fünferreihe und bin sofort weggepennt. Irgendwann wache ich dann auf, weil so eine Stimme vor mir in der Reihe, die da noch nicht saß definitiv, was erzählt hat und die kam mir so bekannt vor. Und ich muss jetzt schauen, wer ist denn das? Und tatsächlich war es Manuel Neuer, der hat sich zu seinen Freunden mal runtergesetzt zu uns in die Holzklasse und hat da erzählt, da oben ist der Thomas Müller am Durchdrehen. Weil er weiß nicht, ob er jetzt Torschützenkönig ist oder nicht. Denn bei den beiden Finalisten, Spanien und Holland, hatten sowohl David Villa auf der einen wie Wesley Sneijder auf der anderen Seite 5 Tore. Trifft keiner im Finale, war klar, dass es Thomas wird, weil der die meisten Torvorlagen gegeben hatte. Aber der Pilot hat dann irgendwie in der 116. Minute nur das 1:0 für Spanien durchgegeben, aber kein Torschützen. Und selbst auf Rückfrage hat niemand sagen können, wer der Torschütze ist. Die haben an der Bodenstation nachgefragt, das hat einfach Manuel Neuer erzählt, daher weiß ich es ja, wussten sie es auch nicht. Also die haben lange recherchiert, damals war Fernseher so im Flieger noch nicht so en vogue, aber irgendwann wird es Thomas dann erfahren haben, aber bis dahin musste Thomas auf 10.000 Meter Lufthöhe ganz schön zittern. Warum ich genau die Anekdote erzähle? 2 seiner damals 5 Treffer schoss Müller im Achtelfinale beim 4:1 gegen England. Auch, aber nicht nur wegen den 2 Toren, haben die Engländer einen riesen Respekt vor Müller. Weiß ich von meinen Kollegen, die ja auch da mit den Spielern sprechen. Und das habe ich Thomas auch auf der Pressekonferenz erzählt, bevor ich meine Frage, Achtung Wortspiel, an Thomas stellte. Sie lautete, Thomas, Müller das am Dienstag wieder gegen die Tommies? Und das hat Müller darauf geantwortet. EM Insider. Diese Erwartungen oder diese Bedrohung, die vielleicht die Engländer da fühlen, wenn dann ein Müller auf dem Platz steht, die würde ich gerne bestätigen. Aber das wird eher dann von mir und meinen Aktionen abhängen, als jetzt von der Geschichte und von dem Spiel 2010. Also das wird uns jetzt nicht viel bringen, wenn ich das während dem Spiel meinem Gegenspieler erzähle. Ich glaube nicht, dass er mir dann einen Meter mehr Platz gibt. Also eine sehr flapsige Frage, würde ich mal sagen. EM Insider. Flapsig also. Ist schon recht, Thomas. Dann denk dir du mal eine gute Frage aus. Ist nicht immer so einfach. Wobei, beim Sprücheklopfer Müller nehme ich das schon wieder als Kompliment. Also Müller, der hat auf der Pressekonferenz schon gesagt, er glaubt, dass es gegen England richtig eng wird und vielleicht auch Verlängerung gibt. Wer weiß, vielleicht sogar Elfmeterschießen. Aber wenn es zum Elfmeterschießen kommt, dann würde ich Müller schießen lassen, weil der ist in solchen Momenten sowas von cool. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, bei der WM 2010 ist er mit einem Länderspiel hingefahren. Das Länderspiel war vorher im März gegen Argentinien, haben wir 0:1 verloren. Im Turnier lief es dann besser, traf übrigens gegen Argentinien Müller. Und mir hat Jogi Löw mal eine Anekdote erzählt von diesem Spiel. Da ging es ja für Müller darum, fährt er zum Turnier oder nicht. Und er kam in die Kabine und alle hochkonzentriert, dehnen sich im Tunnel. Und der Müller, der sitzt da auf der Bank in der Kabine, Schienbeinschoner herunten, die Stutzen verrutscht, einfach und schaut.
Und dann sagt der Jogi, er muss jetzt was sagen zu dem Debütanten, damit er so ein bisschen mal jetzt sich konzentriert und sagt, auf geht's Thomas, Spannung aufbauen. Und da sagt der Thomas zum Bundestrainer, Trainer, das passt schon, bei mir ist es so. Und das hat der Jogi bis heute akzeptiert. Tja, über Müller könnte ich noch viele Anekdoten erzählen, kennen uns ja praktisch schon seit über ein Dutzend Jahren. Aber dennoch, das war's schon wieder mit der Folge vom EM Insider. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht und ihr wisst ja, wenn ein Müller auf dem Platz ist, dann ist ja klar, ein bisschen was geht immer. EM Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. Abonniere jetzt den EM Insider in deiner Podcast-App. Und du bekommst jeden Morgen die wichtigsten Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft.